Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot Nummer 2 auf der PS1 mit Unbearable. Wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteased durch das Safe-Game. Tja. Aber jetzt ist mal an der Zeit tatsächlich zu zeigen, was euch denn hier erwartet. Und das ist das, was ich jetzt schon die ganze Zeit versuche, nicht zu spoilern. Jetzt sehen wir es endlich mal. Denn dieses Mal gibt es nicht nur ausschließlich Steine, vor denen wir weglaufen, sondern auch Bären. Und ich bin direkt erstmal in eine Mine reingelaufen. Immerhin nicht irgendwo runtergefallen. Oh Gott. Ich wollte eigentlich das Mikrofon gerade noch verschieben, aber ich muss ja zwei Hände benutzen. Ja. Weiß nicht, warum genau der Sound mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Ah. Das sind verschiedene Bären. Ich habe immer gedacht, das ist Mutti von Polar, weil wir den ja immer als Reittier benutzen. Aber es sind einfach nur verschiedene Eisbären, glaube ich. Nicht in die Minen laufen, bitte. Nicht in die Minen laufen, bitte. Weg. Das fand ich immer schon so ein bisschen hier, so wie er da guckt. Guck mal. Tschüss. Aber man kann natürlich ein bisschen cocky einfach am Rand stehen und das Ganze beobachten. Das ist immer ganz schön mit anzusehen. So, Bonus Level. Jetzt kann ich mal ein bisschen hinziehen hier. Hallo. Ihr seid jetzt ganz nah an meinem Mund. Das irgendwie komisch klingt. Bitte nicht gehen. Das sieht mir danach aus, als müsste ich das von hier aus machen. Jedes Mal, wenn ich jetzt diese Aufnahmesessions mache, dann merke ich wieder, wie geil das Movement in Teil 2 sich direkt improved hat. Das war sauknapp. Generell dann auch so im dritten Teil. Das ist Crash ist so eine Serie. Ja, gut, bevor ich jetzt irgendwas sage, würde ich zurücknehmen muss. Weil die Originaltrilogie, die halt ausschließlich von Naughty Dog übernommen wurde, war so eine Trilogie, die durchweg einfach geiler geworden ist. Also 1 war schon geil, dann 2 war geiler als 1 und 3 war geiler als 2. Danach ist es dann so ein bisschen abgeschissen. Hier ist wiederum sehr, sehr gut. Aber nicht besser als die Originaltrilogie bzw. die Insane. Die ist und bleibt perfekt, so wie sie ist. Ah, Gott. Vielleicht auch ab und zu mal springen, wenn da Löcher sind. Das ist vielleicht gängige Praxis, hätte ich gesagt. Alles kaputt machen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es irgendwie vom Sound resettet wurde oder so. Es kommt mir so laut vor. Na gut. Muss ich gleich nochmal ein bisschen Settings einstellen, aber normalerweise geht's. Also das ist rein vom Pegel sollte das in Ordnung sein. Warum auch immer jetzt so einen Sprung nach vorne. Oh Gott, er hat ihn platt getreten. Vielleicht nicht zwingend in das Ding reinrennen. Dankeschön. Er macht die Kisten hinten auch kaputt. Ja, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt ist es, glaube ich, die Mutti. Weil da würde ich dann jetzt auf jeden Fall verstehen, wenn die sauer ist. Oh Gott, nicht durch die Kisten durch. Sagen. Das ist immer ganz witzig, dass er dann unten drunter durchgerutscht ist, tatsächlich. Weil es ist schon sauschnell und man muss genau irgendwie die Mitte erwischen von diesen Dingern, damit man da noch einigermaßen vernünftig durchkommt. Wenn man den Slalom dann so einigermaßen so im Kopf hat, dass da immer ein Slalom kommt, dann geht's natürlich. Soweit ich weiß, gibt es da ein kleines Secret. Wenn man dann den Edelstein hat, den richtigen. Hier sind nämlich nur 20 offen. Aber darauf auch bitte nicht festnageln, tatsächlich. Und dann haben wir jetzt tatsächlich auch schon direkt wieder einen Bossfight, hätte ich gesagt. Crash! Was denn? Du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir! Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird.
Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir hast. Wenn ich wetten müsste, müsste jetzt Tiny kommen. Und Tiny ist ja mit einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Universum. Weil ich das Design von Tiny Tiger immer sehr gut fand. Ja. Ich fand ihn immer richtig cool. Ich habe den auch gezeichnet als Kind. Muss ich eigentlich mal gucken, ob das irgendwo noch bei meinen Eltern im Haus rumschimmelt. Das ist natürlich so ein Bossfight. Ja. Das habe ich immer so oft verkackt tatsächlich. Die Geschichte mit hier, bitte nochmal korrigieren, wenn du auf so einer Plattform stehst, weil selbst wenn er schon runtergefallen ist, dann kommt das immer noch. Oh Gott. Ja. Auch das ist eine Sache, die ich erst lernen muss, dass der Kollege auch diagonal springen kann. Das ist blöd. Und das Problem ist, ich freue mich immer, dass dieses Movement dann jetzt hier tatsächlich so übernommen werden kann. Aber nutze es dann nicht. Fuck. Das ist natürlich, ich mache jetzt auch wieder, weißt du, so oft habe ich das jetzt natürlich First Try gemacht, aber jetzt will es nicht funktionieren. Jetzt macht er einen Abflug. Gerne übrigens in den Kommentaren auch mal da lassen, was vom Sound so okay ist. Wie gesagt, mir kommt es ein bisschen sehr laut vor. Kann aber auch einfach nur subjektiv sein. Habe ich nicht gesehen, wo ich hinspringe, weil er in der Kamera war. Toll. Das ist natürlich wieder die Krux, ne? Immer wieder die Dinger nehmen, wo man gerade drauf steht. Gehen wir mittig. Hier Tiny hing so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ab welchem Zeitpunkt man tatsächlich dann diagonal springen, also wann er diagonal springen würde und wann das noch völlig in Ordnung ist. Das wäre geil gewesen, wenn das jetzt direkt quasi durch Zufall der Sprung gewesen wäre. Nice. Oh, ich muss da... Nein! Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich nochmal gesagt, Tiny ist mein Liebling, ne? Das habe ich gesagt. Bin da auch immer noch fest überzeugt von. So wie diese komischen Professoren da im Hintergrund in der Röhre wieder hochgeschossen werden. Gut gebrüllt. Das war doch schön. Guck mal. Das ist ein Finishing Move, so wie er im Buche steht. Und da geht er dahin und den Palpatine. Nur um dann im letzten Teil der Trilogie wieder aufzuerstehen. Beziehungsweise, ja, doch, macht ja Sinn. Es ist nur eine andere Trilogie. Womit ich auch schon wieder gespoilert hätte. Es ist ein sehr spoilerlastiges Let's Play, muss man schon sagen. So, hanging out. Wir sind in der nächsten Welt, in der Minenwelt. Die gefällt mir auch schon wieder viel besser als diese ganzen Rohre. Wir gehen rein. Ich glaube, Hanging Out ist allerdings dann doch wieder so ein Rohrlevel. Irgendwie habe ich es im Urin, dass das so ein Ding ist, weil das suggeriert, dass da Leute von der Decke hängen. Genau die. Schön. Ey, diese Schreie, ne? Da kann Mortal Kombat und was weiß ich nicht alles, kann da gerne kommen, aber diese Todesschreie von diesen Leuten, das
verfolgt einen noch durch diverse Träume. Ich werde diese Tür irgendwann finden. Obwohl ich nicht genau weiß, ob die jetzt nur im Remake exklusiv drin ist oder sowas, oder ob das nur ein Fiebertraum war, aber es gab meines Erachtens nach so eine Tür. Haben sie schon. Zack. Zack. Gut, Digga. Da hat das Boom gemacht. So, immer schön langsam und vorsichtig. Oh Gott, schnell, schnell! So, ab jetzt wieder langsam und vorsichtig. Das war knapp. Da bin ich jetzt noch mal ganz kurz vorher noch mal aus der Todesfalle entkommen. Ach, fuck you. Ich mag diese Stellen nicht. Diese Sprungpassagen zwischen diesen Robotern und dann noch diese Rohre überall. Ich hasse das. Ich glaube, das ist auch der Level, der mir dieses Rohrige irgendwie madig gemacht hat. Ich weiß auch nicht. Schön nochmal ein extra Leben eingesammelt, das ist auch gut. So. Niemand kann mehr was. Bist du die Bonustür? Ich glaube, mittlerweile habe ich das irgendwie geträumt oder so, ich weiß es nicht. Guck mal, hier geht's auch noch weiter runter. Oh ja, warte. Ich hol mir kurz das hier und dann gehen wir da nochmal runter. Ich wollte sagen, das ist das mit den ganzen Leben, wo ich absolut nicht verstehe, wie man da dran kommt, beziehungsweise wie man überhaupt alle Leben machen kann tatsächlich. Ich kann es euch nochmal zeigen. Okay, ich habe jetzt wirklich nur einmal gedrückt. Ich weiß nicht, warum er sich da jetzt nicht festgehalten hat. Ich versuche es jetzt noch einmal, danach ist wurscht. Aber ich verstehe diesen Levelabschnitt einfach nicht. So, jetzt aber. Okay, das. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich verstehe die Hitboxen nicht in dem Abschnitt. Ich verstehe das Ding nicht. Es ist halt einfach eine einzige Tortur. Und ich hoffe, dass da unten keine Kisten sind, sondern wirklich nur extra Leben, weil dann sind sie mir nämlich wurscht. Ich mach den kaputt. Eieieiei. Was sind diese Bonuslevel? Oh Gott. Wir gehen momentan eh nicht auf Kisten. Momentan ist nur Leben sammeln. Nein! Ich hab's kommen sehen. Das sind immer diese Sprünge, die man so vor seinem geistigen Auge wittert schon nix. Aber man kann dann nichts mehr dagegen tun. Komm, jetzt ist aber auch mal gut. Sofern man nicht am Wochenende aufnimmt. Oh Gott! Wenn man nicht am Wochenende aufnimmt, lass mich doch wenigstens den Satz einmal beenden. Dann kommen solche Sessions dabei raus, wo man unausgeglichen ist, man kann nichts, man sieht nicht mehr richtig, irgendwie gefühlt. Alles geht vor die Hunde. Wenn ich es nicht besser wüsste, sind das genau die Folgen, die euch gefallen. Die, wo ich erbarmungslos auf den Sack kriege. Ich glaube, das waren ausschließlich diese Bonustruhenkisten. Warte mal, ja, na wohl, das waren sechs, ja doch. Das waren diese Bonustruhenkisten, die ich nicht mitgenommen habe. Also rein theoretisch muss ich nicht in dieses untere Level, was mich sehr freut. Für alle Edelsteine. So. Diggin' it. Ich glaube, das introduced einen neuen Level. Eine neue Levelumgebung. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das müsste dieses Waldding sein, wo man sich auch eingraben kann. Ich glaube, in der Umgebung waren wir noch nicht.
Fand ich auch immer krass, dass so spät im Spiel noch was introduced wird, was halt nochmal eine komplett neue Welt bringt. So, ich wollte es eigentlich eingangs der Folge sagen, es gab eine folgeschwere Entscheidung für dieses Let's Play. Dadurch, dass es nicht wirklich passt. Also wir haben ja quasi diese Haupttrilogie und dann ist gut. Und zum Zeitpunkt der Entscheidung, dass es das wird, war ich, glaube ich, einfach nur sehr im Hype aktuell von Crash Team Racing. Aber wir werden Team Racing nicht direkt hinten dran hängen. Die nächste oder das nächste Retro-Let's Play wird wieder ein bisschen was Adventuriges. Und ich glaube, wenn wir die drei Teile jetzt wirklich auf 100% durchspielen, sind wir zeitlich auf jeden Fall genug bedient. Das heißt, das Crash Team Racing Ding, das nimmt halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und könnte auf Dauer dann doch vielleicht ein bisschen sehr eintönig werden. Deswegen sage ich, werden wir danach dann direkt ein neues Adventure anfangen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Also irgendwas Abenteuerigeres, was wieder ein bisschen mehr Story hat. Auch wenn ich die Geschichte von Crash Bandicoot sehr mag, gerade im vierten Teil. Das ist immer noch ein Jump'n'Run, ne? Also es ist jetzt... Das erzählt jetzt nicht die... erste Geschichte, sag ich mal. Sorry, dann jetzt übrigens an alle Lore-Experten von Crash Bandicoot. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber... Oh, das geht jetzt noch eine Weile. Oh, guck mal, wir könnten die Death Route machen. Komm, wir machen mal die Death Route, damit ihr mal seht, was einen auf der Death Route so erwartet. Und ausnahmsweise mal nicht bis dahin gestorben. Ja. Nein, das ist schon... So. Sind halt, ja, die schweren Parts des Levels. Ich weiß nicht, ob man nur eine Chance hat. Also sprich, wenn man da stirbt, ob man dann nochmal darf. Ja, doch, darf man. Weil jetzt weiß ich ja, woran es lag. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit versuchen, diese Death Route zu machen, aber mindestens den einen Part werde ich jetzt nochmal versuchen. Nämlich den Punkt vergessen. Das war absolut dumm. So, einen Versuch gebe ich mir noch. Dann machen wir das normale Level weiter. Das normale Level hat es nämlich auch in sich. Jetzt kommen, glaube ich, auf beiden Seiten nämlich die Bienen langsam ins Spiel. Und die Bienen haben es ab und zu wirklich in sich. Da gibt es eine Passage irgendwann, ich weiß nicht, ob es in dem Level ist. Aber es gibt eine Passage mit den Bienen, die hasse ich wie die Pest. Also das ist auch in der Insane Trilogy, kommt die vor, also logischerweise vor. Die finde ich zum Kotzen. Die hat mit Wänden zu tun, mit Elektro und halt, wie gesagt, diesen Bienen. Ach komm, fuck you. Also beim ersten Mal hat es wunderbar funktioniert mit der Pflanze und jetzt beim zweiten Mal komme ich nicht über diese Pflanze drüber. Dann eben nicht, sehr geehrtes Videospiel. Dann eben nicht. Wenn du nicht möchtest, schön. Ich gehe jetzt den anderen Weg. Du bist jetzt schuld, dass die Leute die Death Route nicht sehen. So. Und nein, mich trägt kein... Also, mich trifft hier keine Schuld. Beschwert euch bei Naughty Dog über ein Spiel, was denen nicht mehr gehört. Beziehungsweise die Marke gehört denen nicht mehr. Das Spiel haben sie ja trotzdem schon noch gemacht. Ist das schon? Das ist ja ernsthaft hier schon. Es ging. Ich hab's schlimmer in Erinnerung. Dieses Eingraben ist übrigens irgendwie sehr OP, hatte ich immer das Gefühl, weil dich das vor so gut wie allem beschützt, was irgendwie ansatzweise in den Dingen ist, und du kannst trotzdem alles einsammeln. Also es macht dich eigentlich unbesiegbar, wenn du so willst. Außer, ich glaube... Aber das wäre wieder zu viel vorweggenommen. Zum Beispiel auch so, man kann den Bienen ausweichen. Ist alles schön.
Turbo. Lieb auch den Soundeffekt von den Bienen. So, die Kollegen mit dem Hammer sind, glaube ich, übrigens die einzige Schwäche von diesen sich eingraben, weil die dann einfach auf den Hügel draufhauen und dann hat sich auch die Geschichte. Aber sonst ist es generell eigentlich relativ OP. 89 von 95, ich glaube, die letzten, die uns noch fehlen, sind dann auf der Death Road. Aber wie gesagt, die Death Road ist schuld. Sie wollte nicht gesehen werden, sie wird erst gesehen, wenn wir das Ganze dann nochmal für Gems machen. Und wir sind fertig damit. Diggin' it. Und wir hören nochmal eine Ansage, bevor wir hier heute Ende machen. Crash, ich hab nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation beinahe fertiggestellt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem, was er sagt. Nimm dich in Acht vor den Tritt. Nimm dich in Acht vor den Tritt. Okay, danke. Werden wir machen. Haben wir bis zur nächsten Folge bestimmt auch weiter behalten. Gut, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir machen morgen weiter mit Crash Bandicoot oder einem anderen Projekt bei uns. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.